Herzlich willkommen zurück zur Let's Play WoT. Natürlich weiterhin mit Steiner und dem Björn. So, Steiner, wolltest du einmal die Maus zeigen oder hast du heute keine Lust zu? Steini, das? Möchtest du heute nochmal die Maus zeigen? Maus rausholen, ja. So, WoT E100 und ich spiele mit der Grille. Ja, sehr geil. Spätestens dann kriegen wir 35 Millionen Reports. VK oder Löwe? VK, ne? VK muss ja auch weitergemacht werden. Bereit, 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 bereit. Was kriege ich eigentlich nach dem VK? 4502? Dann VK. Noch ein VK, ne? Und dann kommt die Maus, ne? Ja, yeah, dann fahren wir nämlich Mausduell. Und da muss Björn sich noch die Maus holen. Und dann gehen wir mit drei Mäuse in ein Gefecht. Boah, das wäre böse. Und dann am besten alle drei in einer Reihe. Ting, 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 ting. Ja, aber die Maus sternförmig hin mit dem Arsch alle gegeneinander, das war wirklich so angewinkelt, überall so stehen und dann immer rundherum. Ja, und dann auf dem Platz. Und dann am besten so ein Sheet, alle jede Sekunde nachladen. Bang, 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 bang. Ich muss nicht mal drauf. So, was machen wir? Ihr fahrt Mitte, ne? Ich fahr Mitte mit dem DK, der Arti läuft. Attacke. Ja, genau. Naja, ich werde mich hinten zum Stein stellen, weil ich immer was brauche zum Reloading. Ja, was einfach scheiße ist, jeder, wenn ich Mitte fahre, sterbe ich. Vielleicht kann ich jetzt mal was von Steiner lernen, Leute. Ich riskiere das jetzt mal. Oh, ja. Wir fährt alles Mitte. Moment, Moment, Moment. Oh, halt mal, halt mal, halt mal. Wir fährt alles in die Mitte. Okay. Okay. So, geben wir der Maus mal ein bisschen Schwung, da freut sie sich. Wird nicht viel passieren. 1 km/h. Jetzt nicht mehr. Ja, zumindest berghoch bringt es immer was. Auf, ich nehme nochmal Schwung. Oh. Und jetzt aber in dritten Gang geschaltet. Hey, und komm mal da ran. Lol, Alter, ich verliere. Komm mal ran, komm mal ran, komm mal ran. Ich verliere 6 km/h. Scheiße. Alter, 6 km/h habe ich verloren. Die kommt wieder, die kommt wieder, die kommt wieder. Da kommt was, der da. Nein, ich habe drüber geschossen. Abpraller. Ja, 2 kriege ich hier schon welche gebürstet. Ich komme doch eh bei dir nicht durch. Ich verstecke mich hinter dir. Was Besseres kann dir da eigentlich nicht passieren, wenn ich dir den Arsch stecke. Weil die Maus schon. Die Maus beschleunigt schneller wie mein Panzer. Oh, da kommt was, da kommt was. Oder? Ja. Komm, wie ruhig der bleibt bei der Maus, weißt du? Ja, da kannst du auch ruhig bleiben. Das ist ja das Geile an der Kiste. Boah, ersten. Ich bleib auch gleich so. Wir haben ja keine Arti. War rechts neben dir. Komm noch mal vor, WT. Komm mal zu Papa. Ja, der will nicht. Ich bin, der weiß, dass ich jetzt hier an der Seite stehe. Ach, du stehst. Okay, du weißt ja Bescheid. War trotzdem mal davor. Ich hab ihn nämlich schön gerade. Komm wieder echt nicht durch, Steiner. Lol, der brennt. Sorry. Da kommt er nämlich dann durch, weil ich nicht anwinkeln konnte, richtig. Aber. Ja, das war eindeutig mein Fehler. Alles fürs Vaterland hier. Das muss ich rausschneiden. Aber ich will ja Wolfenstein. Ich will ja Wolfenstein spielen, Steiner, ne? Ja, gut, das ist klar, aber da muss ich auch mit Gold schießen. Oh. Ja, da drüben, da wollen sie jetzt, pass auf. Von der anderen Seite, das Objekt und so. Schießt da rüber. Ich will ja Wolfenstein spielen, aber ich muss mir die Uncut-Vision holen für YouTube. Ich habe mich informiert. Sehr schön, Jungs. Die offizielle Vision von Wolfenstein, die rauskommt, darf ich nicht spielen. Auf YouTube. Wo diese schönen Zeichen gezeigt werden und sowas, ne? Die klassischen, ne? Sonnenzeichen meinst du? Ach, ja, genau. So eine Frechheit und ein Witz, ey. Das ist Historie, das ist Geschichte. Ob ein Hakenkreuz da ist oder sonst was, da können wir doch nichts für. Ja. Außerdem gibt es das schon seit tausenden von Jahren, das Symbol, also so ein Blödsinn. Finde ich auch. Ja, aber das steht ja im gesetzlichen Buch, ne? Ja, nur weil irgend so ein Geistesgestört. Naja, ist ja egal. In den USA und so ist überall erlaubt, ey. Das gibt's ja immer noch. Gibt's auch noch Sekten oder irgendwelche, die das ja, normal, ganz normal nutzen. Also mich stört das vom Prinzip auch nicht. Ich finde, dann würden die Jugendlichen vielleicht auch nicht immer sagen, die Deutschen sind Nazis und sowas. Ja, eben. Wenn das einfach mal ein bisschen ruhiger zustatten gehen würde. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin merk's. Down. Ich bin auch down. Ich weiß zwar nicht, wie der mich getroffen hat, aber. Naja, gut. Über. Komm, Björn, noch einmal waschen. Zeig, was du kannst. Nee. Ach nee, das ist der gar nicht.
Die IS-7, wo ist die denn? Auch und nur untere Wanne, ne? Oh, ja. Da kriegst du richtig. Ja, ich hab's auch nicht richtig. Ich hab eingeaimt und hab nichts reingekriegt. Oh, Moonlight. Sehr schön. Hier ist 3, ne? Das knallt aber auch. Oh, geil. Weg. Weg. Ja, weg. Der Effekt ist richtig geil, wenn sie das Moonlight. Den haben sie echt geil gemacht. Das muss ich auch sagen. Oh, wir wollten uns ja eigentlich die Maus anschauen, Leute. Das ist die Maus. Und da vorne sieht man nämlich jetzt auch das. Das ist ein HD-Panzer zum Beispiel jetzt, ne? Ja. Ja, mittlerweile ja. Haben sie nachgeholt. So, und da. Papi ist gesichtet. Da sieht man das zum Beispiel, dass das nicht so leuchtet, wie es bei der IS euch beschwert habt, dass das scheiße ist. Hier leuchtet nichts, hier ist alles verschrumpelt. Da sieht man das Einschussloch vorne. Also, ja. Wo hingeschossen habe. Dunkel, ne? Oh Gott. Genau. Ja, ich weiß, dass ich gesichtet werde hier. Warum hast du hier eigentlich keine Tarnung drauf, hä? Ich glaube, das reißt nicht mehr raus bei der Kiste. Wenn ich mal da drüben was sehen würde, ne? Hau ab hier, Panzer. Ja, ich habe nur noch die IS-3. Also das Ding hat ganz schön Kraft, kann das sein? Was denn? Die Maus, die hat ganz schön Kraft. Ja, auch 4 Milliarden Tonnen oder so. Oh, du hast voll das Loch drin, alter Schwede. Ja, das war das Objekt. Bin richtig reingedrückt. Ach, da vorne muss man reinschießen, da wo die Anschlagboote sind. Dazwischen, ist am besten eigentlich. Aber da muss erstmal rankommen, ne? Deswegen mal anwickeln. Mal reload. Passiert eigentlich nicht wirklich viel. Eigentlich, oder seitlich natürlich, klar, aber. Sag mal, die erfahrenen Spieler, die wissen ja auch genau, wo sie da. Da habe ich einen gedrückt gekriegt und noch einen gedrückt gekriegt. Voll. Ich komm jetzt mit nach vorne hier. Ich muss erstmal. Weil bei dir funkt das immer, wenn dich jemand trifft. Das sieht ja mal richtig cool aus. Sichtet. Sichte wieder gar nichts hier. Ja, schießt hier auf mich. Der 7 schießt auf mich. LOL, Alter! Müssen wir vorfahren da, sonst. Das Objekt drückt mir gleich richtig ein, das war's. Ist Björn auch down? Nee. Ich muss nur reloaden. Ich habe halt eine Minute Reload. Das ist ja mein Problem. Eine Minute? Ja, dafür kann ich dann aber auch 3000 Schaden. Ich kann die Maus mit einer Ladung und bei Optimalfall, wenn sie seitwärts steht, rausnehmen. LOL, 3000 Schaden, Alter. Alter, 5 Schuss, 4 oder 5 hast du drin im Murmeln dann, ne? 6 habe ich drin. Ach so, 6 sogar. 6 Murmeln, ey. Ist schon hart. Das muss ich ja sagen. Oh, da ist die ISB. Sehr schön. Zack, da hat er 522. Krieg rein. Das muss wehtun. Ihr könnt mir mal die Eier. Ja, das kannst du ruhig sagen. Eier sagen die ja in der ersten Schuljahr. Ja, das ist auch eine Frechheit, ist das. Sehr schön, Björn. Seitlich die IS-7 erwische, ey. Ja. Ja, ist dem ein bisschen Auer gemacht, ne? Und gerade bei 10er Panzer. Ja, vor allem mit der Maus. Also. Ja. Aber das wird wieder ein Sieg, Leute. Ja, ich bleib jetzt auch nur noch hier stehen. Ja, ist gut. Was macht die anderen hier? Der Rest ist mir egal. So. Wirkt noch. Ich will noch Stay Alive machen hier. Stay Alive mit meinem Alien. Also. Boah, dann können wir Dienstag ja früher aufnehmen, ne? Sehr schön, Stein, aber die Kugel hat lange gedauert, bis sie da war, ne? Leck mich am Arsch. Boah, nicht viel Schaden. 2700 ein paar zerquetsche. Ja, gut, das machst du pro Murmel. Im Schnitt. Dann mach ich auch nur 400 ein paar zerquetsche. Ja, ja. Die gut. Macht nicht so viel Schaden. Ja, gut, aber du kannst dich auch mal vor einen hinstellen und ihn auslachen. Oh, was hab ich hier alles wie Medaillen gekriegt? Hä? Stahlwand? Okay, Björn hat 4.464 Schaden gemacht. Mit 15 direkte Treffer und 10 Wirkungstreffer 1.464 Schaden. Das finde ich schon heftig. Ja, Steiner hat hier Abzeichen gekriegt. Einmal Spartaner. Überleben Sie eine Abpraller oder nicht durchgeschlagenen Treffer von einem gegnerischen Spieler. Überleben Sie das Gefecht nur im Zufallsgefecht verliehen. Dann hat er Stahlwand bekommen. Erhalten Sie den meisten Schaden, mindestens 1000 SP inklusive Schaden oder der Panzerung abgewehrt wurde. Gut, das andere brauche ich euch ja nicht vorlesen, das blende ich noch einmal kurz ein hier. So, da könnt ihr euch die Regeln und Pause drücken und weg. Und dann hat er noch Unterstützung bekommen. Beschädigen Sie mehrere Fahrzeuge als Ihr Mitspieler, mindestens 6, das Zerstören der Ketten zählt auch dazu. Da könnt ihr nochmal euch die Regeln anschauen. Und dann hat er 7 direkte Treffer, 7 Wirkungstreffer, 3252 Schaden. Also finde ich schon sehr Banane. Warum bist du denn so viel besser jetzt bewertet worden wie Björn?
Ja, er macht ja viel mehr Schaden mit dem Schuss. Genau, Schafft man also noch dann pass was? auf, also ist es Ja, so, du gut, stimmt solltest, natürlich. Ja, stimmt. du solltest mit dem WT auf R100, wenn du gut bist, bist du 4-4 ist jetzt so ein, ja, okay, weißt du, ist einfach okay, das sind zwei volle Ladungen im wahrsten Sinne Ja. so und Ja. damit zwei abprallern. Im Regelfall ist es aber so, du musst schon eigentlich 5 bis 6 machen. Und das, also mein Bestes war jetzt 5-3-6-0, seitdem ich fahre mit dem. Das sind jetzt 111 Gefechte. Ich spiele auch nicht so oft mehr. Ich spiele halt nur im Zug mit euch. Ne? Also Ja. ist halt auch ein. So, du brauchst genauso wie bei einer Maus jemand, der dir den Arsch, sag ich mal, deckt. Und das haben, das ist halt die Sache, dass keiner nach hinten rankommt und du musst halt jederzeit einen Rückzugspunkt haben. Weil die Ja. eine Minute bist du total verletzbar, Das egal ist ob es ja. Arti oder. Ne? Bei der Maus bist du ein Frontschwein, da kriegst du ja auch mehr Punkte, mehr Kohle und alles. Naja. Und Und da ist halt hier. Angriff volle Lotte. Hier bei, ich habe mit dem VK einen direkten Treffer, aber null Schaden ausgeteilt. Und dann kann man das jetzt hier auch mal sehen. Ich habe keine Fahrzeug automatisch reparieren, ist nur Munition automatisch nachfüllen und Verbrauchsmaterial automatisch nachfüllen. Ich habe nur die Ketten einmal repariert. Hätte ich zum Beispiel noch den Sanitäter benutzt, dann hätte ich Minus gemacht, weil wir haben 77 Münzen plus gemacht. Ja. Damit sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und Dienstag nehmen wir das nächste Mal auf. Dann ist auch dieser große Abstand weg von uns zu euch in dem Sinne. Und dann werdet ihr auf jeden Fall die IS sehen. Am Mittwoch müsste ich eigentlich. Ja klar, doch. Dienstag ist die letzte Folge, habe ich jetzt gesagt. Diese hier, ne? Genau. Dienstag ist diese hier die letzte Folge und am Mittwoch seht ihr dann die IS-3 mit das, was die Jungs dann haben, halt. So. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei WOT. Und ja, grüßt die Waldfee und ich wünsche Audi, euch Laudi, genau. noch einen schönen Genau. Dienstag. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.